Servus Leute, ich bin's wieder, Brian Mary Sculpt und herzlich willkommen zu einem weiteren Informationsvideo. Und das Ganze im Hintergrund ist übrigens live hier. Ich spiele hier gerade auf Frost hier so alles mögliche an Tricks, ne? Oh, Granate geworfen. Egal, also Informationsvideo und sowas. Ja, es könnte interessant werden für die minimal älteren Abonnenten, die so bei, ich weiß gar nicht, bei so 30 Abonnenten dabei waren. Und zwar geht es um das Community-Projekt, ja, hier, this is Community, ich hatte ja ein Video dazu gemacht, so irgendwann mal letztes Jahr, ich glaube so vor Neujahr, genau, circa 2 Wochen vor Neujahr müsste das gewesen sein. Und ja, was ist mit dem Projekt? Es soll ja am 15. starten, oder sollte am 15. starten, sagen wir mal so. Habe ich ja angekündigt, es wird so 2 Wochen wahrscheinlich nach Neujahresbeginn an starten, das Projekt, habe ich gesagt. Und heute ist der 14. Und ja, ich mache es einfach mal ganz kurz, Leute. Das Projekt wird nicht starten, weil leider kurzfristig ein paar ausgestiegen sind, weil diese dann nicht mehr aktiv waren. Wir waren dann keine 10 Leute mehr, wir waren 11, 3 Stück haben dann aber abgesagt, beziehungsweise sind nicht mehr aktiv auf YouTube, und deswegen finde das Projekt nicht statt. Wer das jetzt natürlich war, sage ich nicht, ist ganz klar. Aber alle Teilnehmer, die beim Projekt dabei gewesen wären, die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, jetzt kann man natürlich sagen, was habe ich hier eigentlich? Oh, 4, Alter, Leute. 4:1. Jetzt kann man natürlich sagen, dass das wieder ein riesiger Flop war, dass ich mir wieder wahnsinnig viel Arbeit gemacht habe mit organisationstechnischem Zeug und so. Ja, ich habe echt wieder verdammt viele Nachrichten schreiben müssen. Logischerweise. Und nicht nur ich habe mir Arbeit gemacht, auch The Zarafa. Ich hoffe, das spricht man jetzt auch einfach mal so aus, ne? Hier, so englischer Dialekt und so. Ich weiß nicht wieso. Ist es überhaupt Englisch? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, der hat sich auch Mühe gemacht, der hat einen Trailer gemacht für das Projekt. Allerdings war das ja jetzt auch so umsonst, ich habe mich da auch entschuldigt bei ihm. Er hat es aber ganz locker weggenommen, und ja, mein Ziel war ja, Kontakte durch dieses Projekt zu finden auf YouTube. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich allein mit der Organisation, also ist immer nicht mehr ganz so gut, habe ich das allein mit der Organisation des Projektes einfach mal locker geschafft. Ja, also ich komme wirklich mit ein paar von denen, was heißt mit ein paar von denen, mit den meisten, also eigentlich mit allen zurecht, die beim Projekt dabei wären, aber ja, wie gesagt, 3, 4, 5 sind ja nicht mehr aktiv, also 3 so gar nicht mehr aktiv und 2 so teilweise. Und ja, auf jeden Fall werden da vielleicht mit dem einen oder anderen, werden wir mal sehen, Videos kommen. Und ja, das ist dann ja auch nicht so schlecht, aber trotzdem ist das nicht mal die beste Nachricht. Stellt ihr euch mal vor, ja. Das Projekt ist zwar gefloppt, aber ich habe mein Ziel trotzdem erreicht. Das ist ja schon mal eine geile Nachricht, aber es geht noch besser. Es geht noch besser. Und zwar wurde ich zu einem anderen Projekt mit mehreren kleinen YouTubern, ich weiß nicht, wie viele es letztendlich sind, das steht alles noch in der Planung und so, wurde ich eingeladen, und es ist ein riesengroßes Minecraft-Projekt, und die machen das auch, die organisieren das auch, ich glaube ein paar mehr Leute sind das, die das organisieren, ich glaube 3 oder 4. Und auf jeden Fall, ich weiß leider nicht, wie das Projekt heißt, irgendwie so voll viele Abkürzungsbuchstaben, aber ist ein Minecraft-Projekt auf einem eigenen Minecraft-Server und so weiter, und da werde ich auch mit ein paar anderen aufnehmen. Und jetzt vielleicht für die, die beim Projekt sind, also bei meinem Projekt hier, dieses Community, welches ja nicht stattfinden wird, aber trotzdem Bock auf so ein YouTuber-Projekt haben, die können da ja mal vorbeigucken bei denen. Ich mach mal den Link unten in die Beschreibung. Ich weiß aber nicht, ob die jetzt noch Leute annehmen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, Frist war der 25. Und 25. Januar, glaube ich. Und ich bin mir da aber nicht sicher. Es könnte auch der 15. gewesen sein. Wenn es der 15. ist, dann ist es eigentlich schon zu spät. Und die kriegen da echt ein paar rein. Ich laufe hier ein bisschen um Kreis, aber macht ja nichts. Da liegt eine Erstmine. Hallo, Erstmine. Ja, wo ist der Camper dazu? Erstmine plus Camper, wo? Camper ist gestorben oder so. Weiß nicht. Da ist er. Oh, ich hab... Was? Was? Leute! Ich hab Orbi erspielt. Live. Ist ja Hammer.
Ey, Leute, ohne Spaß. Malte, ich reiß live nichts, gell? Ja, ich live, ich reiß, ich reiß live ja nie was. Hat er mir mal gesagt. Ja, hat er mal gesagt, ich live nie was reißen. Jetzt hole ich hier ein Orbi. Intim Deathmatch, das heißt ja nicht so fett geil oder so, nee, sondern hier Orbi, erschienen jetzt hier. Triple! Das wäre doch geil, oder? Nee, kein Double, aber ich hab Orbi! Gut. Ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Also wie gesagt, ich bin jetzt in einem Minecraft-Projekt, wo ich selber noch nicht genug darüber weiß. Auf jeden Fall sind auch ein paar coole Typen schon dabei. Ich habe so ein paar Kanäle schon abgecheckt. Mal sehen, was da so geht. Und dann wird das Projekt bei mir wahrscheinlich immer so donnerstags kommen, je nachdem. Mal gucken, wie das jetzt alles aussieht. Ich habe mich da selber noch nicht genau drüber informiert. Aber ihr seht keinen Verlust in irgendeiner Hinsicht. Eigentlich nur Gewinn, außer dass dieses Community eben nicht kommen wird. Aber ich wollte noch irgendwas sagen. Ah, ja, genau. Ich habe mir auch so Gedanken für die Zukunft gemacht. So hier. Oje, oje, oje. Ich laufe jetzt aber fett ins Geschütz rein. Auch nicht schlecht. Zum dritten Mal oder so. Sollte ich lieber wieder im Kreis laufen? Da steht es, oder? Ja. Ist aber kaputt jetzt. Okay, gut. Ja, ich habe auch so ein paar neue Serien geplant. Also, die stehen natürlich auch noch irgendwo. Weil frei für alle, Random Class und. Ja. Hallo? Ah, Minecraft PvP sind ja keine Endlos-Serien. Bei Surprise, Surprise bin ich mir noch nicht sicher, ob das eine Endlos-Serie ist oder nicht. Auf jeden Fall sind die ja bei 20 Folgen zu Ende. Wir sind jetzt erst bei 8. Und ja, die werden auch alle drei gleichzeitig enden. Dafür werde ich noch sorgen, dass Minecraft dann noch aufholt, sage ich mal. Man kommt halt Minecraft zweimal in der Woche. Und ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, neue Serien, jetzt sage ich das noch. Sind einige geplant und auch mit euch Abonnenten. Jetzt möchte ich aber nur mal wissen, wer von euch Abonnenten hat noch eine PS3 und Black Ops 2 wahrscheinlich dazu oder irgendein Call of Duty. Ich habe eigentlich fast jedes außer Black Ops 1, wobei ich mir das auch gerade ausgeliehen habe. Also schreibt mir das mal in die Kommentare. Wer hat eine PS3 und Black Ops 2 noch bis, sagen wir mal, April oder so? Ja, also haut rein.